No risk, no fun. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber beim Thema Berufswahl möchte ich jedenfalls das Gefühl haben, dass es den Job auch in Zukunft noch geben wird. Also neue Technologien, die Wirtschaft entwickelt sich weiter, machen vielleicht Roboter irgendwann meinen Job? Naja, aber wie seht ihr das? Ist euch bei der Wahl eurer Ausbildung wichtig, dass sie eine super sichere Zukunft hat? Oder ist für euch das Wichtigste, dass ihr Lust auf eure Arbeit habt? Schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare. Vielleicht ist es ja auch eine Kombi aus beidem. Aber für alle unter euch, die da gerne ein bisschen mehr Gefühl von Absicherung haben, haben wir heute mal 5 Jobs mit richtig guten Aussichten parat. Und wir starten direkt mit Zukunftsjob Nummer 1, dem oder der technischen Produktdesignerin oder Produktdesigner. Angenommen, ihr kauft euch ein neues Handy. Achtet ihr dann ausschließlich auf die Funktion und darauf, was es alles Tolles kann, oder soll es dazu auch noch schick aussehen? Wahrscheinlich ist für einige auch der Look nicht ganz unentscheidend, und da kommen die technischen Produktdesigner und technischen Produktdesignerinnen ins Spiel. Als technische Produktdesigner oder Produktdesignerinnen sorgt ihr nämlich nicht nur dafür, dass die Geräte funktionieren, nein, sondern auch dafür, dass sie gut aussehen. Und dieser Job wird auch in Zukunft gefragt sein, denn Maschinen werden ja eher mehr als weniger. Und die sollen natürlich auch alle modern und nach Zukunft irgendwo aussehen. Dafür entwerft ihr Produkte, erstellt Datensätze und technische Dokumentationen. Eure Aufgabe ist es, die Konstruktion und die Gestaltung des Produkts unter einen Hut zu bekommen. Dazu gehören unter anderem auch richtig große Geräte wie Bagger oder ganze Industrieanlagen. Klingt, wie ich finde, ziemlich verrückt. Aber während der Ausbildung lernt ihr dafür verschiedene 3D-Programme und Software kennen. Wenn ihr also gerne am PC arbeitet, kreativ und strukturiert seid, dann seid ihr hier genau richtig. Die Ausbildung dauert insgesamt 3,5 Jahre. Ihr könnt zwischen 2 Fachrichtungen auswählen: Produktdesign für Maschinen- und Anlagenkonstruktion oder Produktgestaltung und Konstruktion. Die Ausbildung ist natürlich dual, das heißt, ihr erlernt diesen Beruf wechselweise in einem Ausbildungsbetrieb der Industrie und in der Berufsschule. Rechtlich ist kein bestimmter Abschluss vorgeschrieben. Egal welchen Abschluss ihr also habt, es zu versuchen und sich zu bewerben lohnt sich also auf alle Fälle. Ihr könnt tatsächlich nur gewinnen. Die Ausbildungsvergütung, auch nicht ganz unwichtig, beträgt zu Beginn um die 980 Euro und steigt bis zum Ende auf ungefähr 1260 Euro an. Die Höhe der Vergütung hängt aber vom jeweiligen Bundesland und auch vom Ausbildungsbetrieb ab. Okay, wenn ihr jetzt sagt, hey, Bagger, Kräne und Industrieanlagen, das ist vielleicht eine Nummer zu groß, es geht natürlich auch kleiner, und zwar viel, viel kleiner, bis zur Molekülebene. Weiter geht's mit Zukunftsjob Nummer 2. Meine Frage: Habt ihr eine Vorstellung davon, welche Dinge es alle nicht geben würde, wenn es keine Chemikantinnen und Chemikanten gäbe? Nämlich sowas wie Arzneimittel, Motoren, Farben, Pflanzenschutzmittel, Waschmittel, Autoreifen, Abfallentsorgung, Handygespräch, Haarfärbemittel, Lacke und. Ich könnte ewig so weitermachen, aber ihr merkt schon, ohne Chemie geht fast gar nichts. Auch in Zukunft nicht. Als Chemikantin oder Chemikant stellt ihr aus verschiedenen Rohstoffen chemische Erzeugnisse her. Dafür steuert ihr Produktionsanlagen, entnehmt und analysiert Proben und seid für den ganzen Produktionsprozess in eurem Betrieb zuständig. Aus kleinsten Teilchen entwickelt ihr also Stoffe, die Großes bewirken. Langweilig wird euch also in diesem Berufsfeld auf jeden Fall nicht werden. Ihr arbeitet zum Beispiel wechselweise im Labor, in der Fertigung oder in Kontrollräumen. Für die 4-jährige Ausbildung ist kein bestimmter Abschluss vorgeschrieben, in der Praxis bilden Betriebe aber oft Leute mit mittlerem Bildungsabschluss aus. Und eure Ausbildungsvergütung beträgt hier im ersten Ausbildungsjahr ungefähr 1000 Euro und steigt im vierten und letzten Jahr dann auf 1300 Euro an. Übrigens, Fun Fact, ein ganz wichtiges Produkt aus der Chemie sind Pflanzenschutzmittel. Ohne das hätten wir tatsächlich viel weniger Auswahl beim Essen. Und dann hätte es auch unser nächster Zukunftsjob ziemlich schwer, nämlich die Köchin und der Koch. Es heißt ja immer, zu viele Köche verderben den Brei. Die Gefahr besteht momentan allerdings so ganz und gar nicht, denn Köche und Köchinnen werden dringend gesucht.
Ihr kümmert euch also um alles, was mit der Herstellung von Essen zu tun hat. Also Speiseplan schreiben, Lebensmittel einkaufen, Gerichte zubereiten und alles in der richtigen Reihenfolge fertigstellen. In kleinen Küchen macht ihr meistens alles selbst. In größeren Küchen spezialisiert ihr euch eher auf bestimmte Gerichte und Beilagen. Auch die Preise zu kalkulieren und die Gäste zu beraten, gehört zu euren Aufgaben. Die duale Ausbildung dauert 3 Jahre. Ein bestimmter Schulabschluss ist zwar nicht zwingend erforderlich, es schadet aber natürlich nicht, einen Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife zu haben. Eure Ausbildungsvergütung liegt hier bei 750 Euro im ersten Ausbildungsjahr und steigt bis zum dritten Jahr auf ungefähr 1000 Euro an. Wer Angst hat, sich beim Job die Finger allerdings zu verbrennen, hätte ich beispielsweise, für den ist vielleicht Zukunftsjob Nummer 4 etwas. Also eins steht fest. Alles besteht aus Zahlen, auch dieses Video hier. Im Prinzip besteht alles aus Nullen und Einsen. Ohne Software- und PC-Kenntnisse würde unsere heutige Welt gar nicht mehr funktionieren. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Autos, Haushalte und Unternehmen werden immer weiter digitalisiert und haben einen wachsenden Bedarf an Software und IT. Dieser Job wird also in Zukunft immer wichtiger. Als mathematisch-technischer Softwareentwickler oder Softwareentwicklerin bist du die Person, die die Matrix entschlüsseln kann. Du entwickelst Modelle für Datenbanken, wertest Statistiken aus und zauberst ganze Softwarelandschaften mit der Magie der Zahlen. Die Ausbildung ist, wie alle unsere Zukunftsberufe, dual. Also 3 Jahre lang wechselt ihr zwischen einem IT-Unternehmen und der Berufsschule. Deine Ausbildungsvergütung beträgt hier im ersten Ausbildungsjahr um die 930 Euro und steigt bis zum letzten Ausbildungsjahr auf ungefähr 1060 Euro an. In der Regel stellen Betriebe überwiegend Azubis mit Hochschulreife ein. Rein rechtlich ist das aber keine Voraussetzung. Ihr solltet aber definitiv ein hohes technisches Verständnis, Kreativität und Sorgfalt mitbringen. Wenn euch aber die Arbeit mit Zahlen und Softwareprogrammierungen vielleicht zu abstrakt ist, dann haben wir noch unseren krönenden Abschluss, unseren Zukunftsjob Nummer 5 nämlich parat. Wenn ihr so durch den Supermarkt spaziert und euch eine Packung Kaffee oder Avocados oder Oliven in den Einkaufskorb legt, haben all diese Dinge meist einen längeren Weg als mancher Jetsetter hinter sich. Dass wir unseren Einkaufswagen nach Lust und Laune beladen können, haben wir unter anderem aber auch und vor allem den Kaufleuten für Groß- und Außenhandelsmanagement zu verdanken. In diesem Beruf kauft ihr Waren in großen Mengen ein und verkauft sie an den Einzelhandel, die Industrie oder das Handwerk weiter. Ihr beobachtet die Märkte, sprecht mit Lieferanten und Kunden und wickelt von der Bestellung bis zur Anlieferung alles ab. Egal in welchem Wirtschaftsbereich, Unternehmen brauchen immer Mitarbeiter mit kaufmännischem Wissen. Das wird auch in Zukunft so sein. Und Betriebe stellen meist Leute ein, die ein Abi haben, aber rechtlich ist kein bestimmter Abschluss vorgeschrieben. Die Ausbildung ist auch hier dual, dauert 3 Jahre und wird im ersten Jahr mit ungefähr 1000 Euro vergütet. Das steigt im dritten Jahr dann auf bis zu 1250 Euro an. Das waren sie, unsere 5 Berufe mit Zukunftsperspektive. Konnten wir euch auf einen dieser Berufe Lust machen oder war sogar einer dabei, von dem ihr bisher noch nie was gehört habt? Lasst uns das gerne mal wissen unten in den Kommentaren. Übrigens sind auch die Branchen, die wir euch mit unseren Berufen vorgestellt haben, vielversprechend für die Zukunft. Also im technischen Bereich, der IT, in kaufmännischen Berufen, der Chemie und Gastronomie werden dringend motivierte Fachkräfte gesucht. Schaut doch mal durch unsere Playlist, die wir euch hier verlinkt haben, da findet ihr noch viele weitere Berufe aus diesen Branchen. Und eine weitere sichere Branche ist übrigens auch die des Bestatters oder der Bestatterin hier verlinkt. Falls ihr neugierig seid und euch für diesen Beruf interessiert oder einfach mal reinschauen möchtet, dann klickt wie gesagt in dieses Video rein. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Marvin und bis dann.